Unser heutiger Gast bei Ganz oder gar nicht die Hasseröder Fragerunde ist Tim Boss. Hallo Tim. Servus. Sommer oder Winter? Ich würde Richtung Winter gehen, wenn ich ans Private denke. Ist, glaube ich, für meine Hunde angenehmer, als in der Hitze rumzulaufen. Sie mögen Schnee und da würde ich jetzt mal auf Winter gehen. Fahrrad oder Auto? Ganz klar Auto. Ich habe, glaube ich, jetzt seit 4 Jahren ein Fahrrad, was nur in der Garage steht. Dazu kommt, dass ich so ein kleiner PS-Junkie bin und auf schnelle Autos stehe. Deswegen klare Antwort. Was ist dein Favorit? An Autos? Gibt es viele, aber so ein 911er Porsche wäre schon ein Traum, ja. Selbst kochen oder Essen bestellen? Oh, ich glaube, da ich echt ganz gut kochen kann, würde ich auf Kochen gehen. Meine Frau würde es eher beneiden, aber ich bin selbst überzeugt von mir, dass ich es eigentlich ganz gut kann. Und ja, deswegen selbst kochen. Was ist dein Lieblingsgericht? Eine selbstgemachte Bowl. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Also ich mag es gar nicht, wenn Sachen kreuz und quer rumliegen und ich bin da echt ein bisschen penibel und sehr, sehr ordentlich. Dorf oder Stadt? Als Kölner ganz klar Stadt. Fotos oder Videos posten? Eher Fotos, da es einfacher ist, ein Foto herzustellen als ein Video. Singen oder tanzen? Ich kann beides nicht. Ich würde beides gerne können. Aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, wäre es Tänzer. Schnitzel oder Tofu? Tofu. Okay, warum? Tofu, da ich mich hauptsächlich vegan ernähre und da sehr, sehr überwiegend auf Fleisch verzichte. Kurze oder lange Hose? Ja, im Sommer gerne kurz, aber ich habe auch kein Problem mit langen Hosen, aber ich würde eher auf Kurzhosen gehen. Und jetzt eine ganz wichtige Frage. Der Kölner oder der Magdeburger Dom? Gute Frage, aber da ich den Kölner Dom schon sehr, sehr gut kenne, freue ich mich auf den Magdeburger Dom und freue mich, ihn jetzt jeden Tag sehen zu können. Boss Move oder Endboss? Boss Move. Hört sich besser an. Tim, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Interview und wir wünschen dir hier bei uns in Magdeburg eine ganz tolle Zeit. Vielen Dank.